Ich bin Chiara und das ist unser Projekt Live City. Live City ist eine Website, bei der, wenn man sich danach nachdem man sich angemeldet hat, bekommt man Aufgaben und da muss man eben rausgehen und kann halt draußen halt mal wieder was mit Freunden machen zum Beispiel. Ich bin die Juliane und ich war beim Design dabei. Ich habe zum Beispiel das Logo da oben gezeichnet und ja. Ja, und ich habe den meisten Text und ein bisschen und bei den Aufgaben hat sie mir auch geholfen. Und ein bisschen habe ich auch von den Bildern her, die auf der Webseite sind, geholfen. Ich bin Isabella und ich war für das Design zuständig, für die Website, dass die jetzt so funktioniert und so ausschaut. Genau. Ich bin Julian, ich war zuständig für die Datenbankabfrage von Aufgaben und Einlogdaten und dass eben das Ganze dynamisch funktioniert und nicht immer die Seite bearbeitet werden muss, wenn man neue Aufgaben dazu machen will. Eben zum Beispiel, man kann es jetzt da mal einloggen. Dann schauen wir mal. Okay, zum Beispiel haben wir da jetzt Aufgaben, die kann man aufkloppen. Es gibt verschiedene Kategorien, kann man auswählen. Diese Aufgaben stehen zum Beispiel nicht in den Seiten drin, sondern sind alle in einer MySQL-Datenbank drin. Und wenn man jetzt eben das auswählt und weiter unten auf Erledigt klickt, dann verschiebt sich dieser Baum. Dieser Baum funktioniert als Ladebalken praktisch für das. Und man sieht, weiter unten sieht man dann halt nur im Prozent, wie viel Aufgaben man schon bereits erledigt hat. Jetzt nehmen wir zum Beispiel mal bei meiner Stadt. bei meiner Stadt die Aufgabe, nimm einen anderen Weg zur Schule oder zur Arbeit. Das ist einfach nur dafür gedacht, weil dann fühlst du dich freier, dann lernst du vielleicht neue Teile der Stadt kennen und dann gehst du nicht tagtäglich den langweiligen Weg zur Arbeit, zur Schule und lernst vielleicht auch ein bisschen mehr dein Umfeld zu schätzen. Ja. Wir danken allen Mentoren, die uns geholfen haben und wünschen ihnen noch einen schönen Tag.